Im heutigen Video geht es um diese Gitarre hier, die Epiphone 1959 Les Paul Standard aus der Inspired by Gibson Custom Serie. Natürlich auch mit der neuen Kopfplatte. Sind die neuen Epiphone Inspired by Gibson Custom Modelle überteuert oder lohnt sich der Mehrpreis? Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen und dieses Video hier soll dir helfen, diese für dich zu beantworten. Ich habe freundlicherweise drei Gitarren aus der Serie von Epiphone bzw. Gibson zur Verfügung gestellt bekommen. Ich werde zu jedem dieser Gitarren ein Video machen und das hier ist das erste. Und wie immer, alles was ich hier in diesem Video sage, ist meine persönliche ehrliche Meinung und keiner hat Einfluss darauf, was ich hier sage. Nun zur Gitarre, das ist eine Epiphone 1959 Les Paul Standard aus der Inspired by Gibson Custom Serie. Was natürlich als erstes auffällt, ist die neue geänderte Kopfplatte. Keine klassische Epiphone-Kopfplatte mehr, sondern wie bei Gibson im Open-Book-Design. Gefällt mir persönlich sehr gut, auch wenn jetzt an der Epiphone-Kopfplatte nichts falsch war. Es sieht halt einfach ansprechender aus, muss ich sagen. Aber was macht die Gitarre denn jetzt so teuer verglichen zu den normalen Epiphones? Dieses Modell kostet nämlich aktuell 1349 Euro. Und die normalen Standard-Epiphones kosten so zwischen 600 und 700 Euro. Der Mehrpreis kommt hauptsächlich von den verwendeten Teilen, die hier verbaut sind, also Elektronik, Hardware, Tonabnehmer und so weiter. Die Gitarre hat CTS-Potties verbaut, das hat aber die normale Epiphone-Standard, soweit ich weiß, auch schon drin. Aber wir haben hier zusätzlich noch einen Dreiwegeschalter und eine Klinkenbuchse von Switchcraft. Also die Elektronik ist hier wirklich top. Dann haben wir hier auch noch eine ABR1 Brücke, also so wie bei Gibson Modellen und auch einen Gibson Aluminium Seitenhalter. Tonabnehmer haben wir hier Gibson Custom Bucker und die findet man üblicherweise in den Custom Shop Modellen von Gibson und das Set alleine kostet knapp 500 Euro. Also man merkt so langsam, wo der Preis herkommt, aber das ist noch nicht alles. Das Griffbrett ist aus Lorbeerholz, leider kein Palisander. Dafür haben wir aber Inlays aus Perlmutt. Und was auch noch anders ist, verglichen zu normalen Epiphone, ist die Lackierung. Und zwar wird hier eine VOS-Lackierung verwendet. Das hat mehr so eine Seidenglanz-Optik, würde ich jetzt mal sagen. Und sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus und fühlt sich auch gut an. Zusätzlich kommt die Gitarre auch noch mit Koffer. Also jede Gitarre dieser Serie kommt mit Koffer. Und der sieht auch sehr gut aus, top verarbeitet und erinnert wirklich an die Gibson Custom Shop Modelle. Ja, das sind so die Hauptunterschiede, die man hier wiederfindet, verglichen zur normalen Epiphone Les Paul. Ich blende hier jetzt auch nochmal alle Specs ein, damit du das für dich in Ruhe vergleichen kannst, wenn du möchtest. Also am besten einfach mal kurz Pause drücken. Wie du siehst, sind hier sehr hochwertige Parts verbaut, die man eher in Gibson Custom Shop Modellen wiederfindet. Deshalb auch der Name natürlich Epiphone Inspired by Gibson Custom. Also prinzipiell bekommst du hier quasi eine Standard Epiphone mit besserer Hardware, andere vielleicht auch bessere Lackierung, weiß ich jetzt nicht, ob das besser ist, und natürlich einem Koffer. Aber wie sieht es jetzt mit der Verarbeitungsqualität aus? Ich muss ehrlich sagen, ich konnte hier absolut überhaupt keine Mängel feststellen. Also weder optisch noch von der Bespielbarkeit her. Vielleicht, wenn ich jetzt so
ganz kritisch mal drauf schaue, könnte ich sagen, okay, die Bundenden könnten vielleicht noch ein bisschen besser abgerundet sein. Aber das wäre wirklich Jammern auf extrem hohem Niveau, weil das ist schon wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Die Saitenlage ist ziemlich niedrig eingestellt und die Gitarre lässt sich dadurch extrem gut und einfach bespielen. Das Halsprofil ist ziemlich schlank, würde ich sagen, und lässt sich auch sehr gut bespielen. Ansonsten, ich habe mich wirklich angestrengt, hier irgendwas zu finden, was negativ sein könnte, aber ich finde einfach nichts. Die Lackierung ist sehr gut gemacht und ja, wie gesagt, die Verarbeitung und alles Mögliche, das passt. Also lässt sich top bespielen, keine schnarrenden Bünde oder sonst was. Ich habe wirklich schon Gibson Les Pauls gespielt, die waren deutlich schlechter verarbeitet. Also ich glaube, Epiphone hat das mittlerweile sehr gut im Griff. Die Frage ist jetzt halt, lohnt sich der Aufpreis? Das ist ja jetzt so ziemlich das Doppelte, was man für eine normale Epiphone Les Paul Standard bezahlen würde. Prinzipiell, wenn man jetzt die ganzen Parts, die hier verbaut sind, berücksichtigt, den Koffer und natürlich die Kopfplatte fürs Ego, kleiner Spaß natürlich, aber die sieht halt einfach schon besser aus, dann merkt man schnell, dass man so ziemlich bei dem Preis rauskommt, der hier verlangt wird. Das Ding ist nämlich halt auch für eine Gibson Les Paul Standard, neu zahlt man mittlerweile so 2600 Euro. Die Studioserie gibt es, soweit ich weiß, nicht mehr. Verbessert mich gerne, wenn ich hier falsch liege. Es gibt hier also keine Einsteiger Gibson Les Pauls mehr. Jetzt mal von der Junior abgesehen. Diese Lücke füllt jetzt quasi Epiphone mit diesen Modellen. Ich glaube, das Problem, was hier einige haben, ist, dass sie Epiphone als ausschließlich günstige Einsteigermarke sehen. Ich meine, das ist sie auch in gewisser Weise. Es gibt die Les Paul Special und die SG Special, soweit ich weiß. Also diese sehr günstigen Einsteiger-Gitarren, die auch gut sind. Aber Epiphone kann halt auch sowas. Und das muss ich echt nicht vor Gibson oder anderen Marken verstecken. Ich bin auch selbst sehr überrascht. Das ist ein wirklich Top-Instrument, Top-Qualität, klingt sehr gut. Und klar, es kann sein, dass das jetzt vielleicht auch eine selektierte Gitarre ist, weil ich habe die ja, wie gesagt, direkt von Epiphone Gibson zugeschickt bekommen. Aber wenn die anderen Modelle und die anderen Gitarren dieser Serie annähernd so gut sind wie diese hier, dann muss ich sagen,
ist der Preis schon okay. Auf jeden Fall ist der Preis nicht überteuert. Wie gesagt, man muss sich einfach nur mal die Specs anschauen, Koffer, Tonabnehmer und so weiter. Also man sieht dann schon, wo der Preis herkommt. Ob das jetzt was für dich ist, das musst du natürlich selbst entscheiden. Und klar, vielleicht sagst du, diese Standard-Epiphone für 600 bis 700 Euro langt mir schon, weil ich brauche jetzt keine Custom-Backe, ich brauche keinen Koffer und ich brauche auch nicht den Gibson-Headstock. Dann klar, dann ist das vielleicht rausgeschmissenes Geld für dich. Aber vielleicht willst du etwas mehr haben und auch keine 2600 Euro für eine Gibson ausgeben oder jetzt auch keine gebrauchte Gibson kaufen, dann passen halt diese Modelle wiederum perfekt. Schreib dazu einfach gerne mal deine Meinung unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren, was du davon hältst. Unten in der Videobeschreibung findest du auf jeden Fall wieder verschiedene Links zu der Gitarre und wie gesagt, ich habe noch zwei andere Modelle aus dieser Serie hier und ich verrate dir jetzt noch nicht, welche das sind. Abonniere einfach meinen Kanal, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Lass natürlich auch gerne einen Like da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Und wenn du noch Lust hast, dann schau dir doch gerne ein weiteres Video auf meinem Kanal an, zum Beispiel dieses hier.